Freunde, ich will heute mal wieder zeigen, wie man lecker und günstig kochen kann. Ich habe mir gedacht, da wir jetzt Herbst haben und es auch wieder richtig ungemütlich und schmuddelig draußen wird, machen wir einen leckeren Eintopf. Und zwar nicht direkt als Suppe, sondern einen etwas bissfesteren Eintopf. Meine Idee war, wir machen einen Möhreneintopf. Sehr gesund, ganz lecker, lecker Beta-Carotin drin. Für die Vegetarier unter euch, ihr könnt das Fleisch gerne weglassen, könnt es auch gegen Sojaprodukte eintauschen. Ich benutze heute mal etwas Schweinefleisch und etwas Speck und ein paar Würstchen. Die geben auch noch so ein bisschen Räucheraroma. Das hier sind Minutensticks aus dem Supermarkt, waren auch nicht so teuer. Ich habe die klein geschnibbelt. Und ja, wenn ihr Kinder habt, bei dem Essen kochen, kann man auch die Kinder sehr schön einbinden ins Schnibbeln und Schneiden. Dann mögen die nämlich auch gerne mal Gemüse. Was ihr noch braucht, sind ein paar Gewürze, wie zum Beispiel Petersilie, Salz, schwarz gemahlenen Pfeffer, etwas Muskatnuss, etwas Brühe und ganz klein bisschen Paprika. Was ihr auch noch braucht, ist Wasser, einen großen Topf und eine kleine Pfanne für den Speck zum Rösten. Übrigens ist das ein durchwachsener Speck. Da ist noch richtig lecker Fleisch drin. Der ist natürlich gepökelt und geräuchert und den brauchen wir eigentlich ganz zum Schluss. Die Würstchen sollte man entweder in Scheiben schneiden, damit jeder was kriegt, oder einfach mal einstechen. Dann gehen nämlich die leckeren Gewürze, die man in diesen Würstchen reingearbeitet hat, mit in den Eintopf über. So, und damit unser Eintopf jetzt nicht ganz so wässrig wird, nehme ich euch mit rüber zum Topf und zeige euch, wie es weiter gemacht wird. Also, die geschälten, geschnibbelten Kartoffeln gebe ich als erstes in den Topf. Ah, sind schon leicht etwas braun geworden, wir haben zu lange gefilmt. Das ist aber nicht schlimm, das verschwindet gleich wieder, das Braune. Jetzt gebe ich so viel Wasser in den Topf, dass das Wasser ein bisschen über den Kartoffeln ist, aber nicht zu viel. Das ist nämlich der Trick, den ich gleich noch erkläre. Jetzt gebe ich die Würstchen und das Fleisch dort hinein. Da, schön verteilen. Ihr könnt ja auch, wie gesagt, schnibbeln. Ihr könnt auch Wiener Würstchen nehmen oder wie euer Geschmack gerade ist, Geflügelwürstchen. Jetzt gebe ich das Fleisch dort hinein. So. Und jetzt kommen meine Möhren oben drauf. Die liegen dann auch nicht komplett im Wasser drin, sondern werden vom Wasserdampf gegart und so sind die hinterher noch ein bisschen bissfest, also sind nicht ganz durchgekocht. So, Kartoffeln brauchen ungefähr 20 Minuten. Jetzt machen wir den Herd an. Wenn man das hört, dass es brotschelt, dass es kocht, stellt man die Eieruhr auf 20-25 Minuten und wenn sie klingelt, probiert man mal, ob es angenehm ist im Geschmack, ob es knackig ist und dann geht es weiter im Takt. Wir können auch schon mal ein bisschen würzen, das geht auch. Petersilie tut man zum Schluss rein, weil die soll nicht so ganz verkochen. Paprika tue ich nur ein bisschen rein, ist nur ein bisschen für die Farbe, das ist aber scharfer Paprika. Kein süßer. So, ist nur ein bisschen. Pfeffer kann ruhig ordentlich rein. Wir kochen jetzt für 4 Personen und ein Eintopf ist meistens für 2 bis 3 Tage gedacht. Im Kühlschrank hält er sich 3 Tage. Wenn er nicht im Kühlschrank steht, weil ihr vielleicht keinen Platz mehr drin habt, würde ich 2 Tage raten. Kartoffeleintöpfe niemals einfrieren, denn die Stärke in den Kartoffeln wird in Zucker umgewandelt und danach schmeckt das nicht mehr. Mit dem Salz vorsichtig sein, wenn ihr gesalzene und geräucherte Speisen drin hat, also wie zum Beispiel Mettwürstchen oder Kassler, also alles, was irgendwie gepökelt ist, müsst ihr vorsichtig sein mit dem Salz, weil man versalzt auch sehr schnell. So, und jetzt kommt noch mein großes Schätzchen, nämlich das Leckerste an Kartoffeleintöpfen ist die Muskatnuss. Gibt es auch gemahlen, in Pulverform, aber am leckersten ist es, wenn man es ganz frisch reinreibt. Da sollte man auch nicht ganz so sparsam mit sein, weil dann schmeckt erstmal der Eintopf richtig lecker.
Wenn unser Kameramann jetzt mal ein bisschen in den Topf reinguckt, dann sieht man, wie lecker das aussieht mit diesem Muskatnuss. Das ist lecker Pulver. Und das ist auch schon richtig leckerer Duft. Also überall, wo mit Kartoffeln gekocht wird, sei es auch Kartoffelpuffer, gehört Muskatnuss rein. So. Man kann nachher auch noch mal was nachwürzen. Jetzt mache ich es an. Tabasco kann man nur zum Schluss reintun, wenn man es mag. Ich packe es jetzt noch nicht rein. Wir essen eigentlich schon sehr scharf, aber die Kinder mögen nicht unbedingt Tabasco. Deswegen machen wir es gleich zum Schluss. Das setze ich jetzt erstmal an, auf volle Pulle und koch's. Ja, seht ihr, jetzt fängt es gerade an zu kochen in meinem Topf. Und jetzt stelle ich die Eieruhr auf 25 Minuten ein. Dann sollten die Kartoffeln, die ganz unten im Topf sind, richtig schön weich sein. Und die Möhren sollten dann noch Bissfeste haben. Also nicht ganz roh sein, aber sollten noch eine etwas andere Konsistenz haben als die Kartoffeln. Jetzt könnte man zum Beispiel schon die getrocknete Petersilie hinzufügen. Wenn ihr frische habt, würde ich die erst zum Schluss hinzufügen. So. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es fertig ist. Währenddessen könntet ihr jetzt schon mal den Speck in der Pfanne schön kross anbraten. Das braucht ja auch so ein bisschen seine Zeit, bis er willig ist. Wenn ihr sehr mageren Speck habt, könnte es sein, dass ihr vielleicht ein bisschen Fett braucht. Ansonsten, wenn es so schön durchwachsen ist wie dieser hier, löst sich gleich das Fett von alleine auf und wir brauchen kein zusätzliches Fett. Wie gesagt, Vegetarier unter euch können das Fleisch gerne weglassen. Ja, der Speck, der brutzelt schon ordentlich, ist aber noch nicht kross genug. Der muss noch ein bisschen. Meine Zeit ist jetzt rum. Die Kartoffeln sind richtig schön weich. Ich habe das gerade probiert. Jetzt teste ich mal die Möhre. Die Kartoffeln sind ganz weich und die Möhren haben noch ein bisschen Bissfeste. Genauso wie ich das möchte. Jetzt muss man eventuell noch mal nachwürzen. Weil die Kartoffeln und das Fleisch nehmen ja ziemlich viel Gewürze weg. Das heißt, ich muss jetzt noch mal Gewürze holen. Bin sofort wieder da. Etwas Salz. Hol ich etwas Pfeffer. So, fügen wir noch mal ein bisschen. Das ist ja ein großer Topf, ist viel Essen drin. Mit Gewürzen sollte man nie zu sparsam sein. Außer mit dem Salz. So, ich füge auch noch ein bisschen, das dürfen die Kinder jetzt gar nicht hören, ein bisschen Tabasco da hinein. Ja, der Rest kommt dann eben halt gleich rein, nach Geschmack. Und jetzt dürfte auch noch mal etwas Muskatnuss hinein. Das darf, wie gesagt, nicht fehlen. So. Zu viel Muskatnuss sollte da nicht rein, das schmeckt sehr leicht dampfig. Mein gebratener Speck, der gibt jetzt nochmal so den richtigen letzten kleinen Feinschliff. Und wer sich jetzt so ein bisschen vertan hat mit dem Wasser, so wie ich ausnahmsweise, das ist jetzt mal ein Vorführeffekt, der kann auch noch ein bisschen Soßenflix oder Soßenbinder abbinden. Dann hat das nicht so wässrig. Und das ist jetzt wirklich, ihr müsst es probieren, ein richtig leckerer Eintopf für 2 Tage. Und ich verspreche euch sogar, da ist noch eine Steigerung drin, weil am 2. Tag schmeckt dieser Eintopf noch viel, viel besser als am 1. Tag. Ein bisschen Soßenbinder ganz vorsichtig reinstreuen. Ich weiß nicht, welchen ihr benutzt, je nachdem, kann schon mal sein, dass er klumpt. Und wenn das dann so eine schöne sämige Brühe ist mit Kartoffeln, die Kartoffeln gehen jetzt beim Rühren noch ein bisschen kaputt. Das ist aber nicht schlimm. Und jetzt lassen wir es nochmal ganz kurz kochen, weil der Soßenbinder muss ja binden.
Und jetzt können wir es gleich auf den Teller tun und dann könnt ihr mal hören, was die Kinder dazu sagen. Weil die durften nämlich auch schnibbeln. Dann essen die auch sowas am liebsten. So, wir sehen uns gleich am Tisch wieder. Das ist lecker.